Hallo und herzlich willkommen auf Boss im Kopf. Mein Name ist Franziska Luschatz. Heute in diesem Video geht es um ein ganz wichtiges Thema, wozu ich selbst viele Jahre gebraucht habe, um das zu begreifen, nämlich, dass unsere Gedanken nicht die Realität sind. Viele Angststörungen resultieren nämlich daraus, dass sich Leute mit großer Angst immer wieder etwas vorstellen, was überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Hoffentlich passiert mir das nicht wieder. Hoffentlich versage ich in der Prüfung nicht. Hoffentlich betrügt mich meine Freundin nicht. Es sind Vorstellungen in unserem Kopf. Das sogenannte Kopfkino, Drama. Und das ist nicht das Gleiche wie die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist die, dass ich hier stehe, dass ich den Boden unter meinen Füßen spüre. Ich höre meine Stimme. Ich atme die Luft, ja, das ist die Realität. Das, was ich mit den Sinnen wahrnehme, jetzt in diesem Moment. Alles andere, was im Kopf passiert, ist vorgestellt, sind Gedanken. Und das kann in Bildern passieren oder die innere Stimme, die ständig kommentiert. Aber das ist nicht das Gleiche wie die Realität. Oder wie Eckhart Tolle sagt, der Finger zeigt zum Mond, ist nicht das Gleiche wie der Mond. Ganz wichtig für Sie, das zu unterscheiden. Und die Inhalte der Gedanken können mit der Realität beispielsweise übereinstimmen. Mein Gedanke sagt beispielsweise, ich stehe hier am Fluss. Ja, das stimmt. Aber dass ich hier am Fluss stehe, ist nicht das Gleiche wie der Gedanke, der sagt, ich stehe am Fluss. Für viele Menschen ist das Gleiche, der Gedanke, ich stehe am Fluss. Und tatsächlich dazustehen. Und deshalb haben viele Leute Angst, weil dieses Drama in ihrem Kopf, hoffentlich dieses nicht, hoffentlich jenes nicht. Oh mein Gott, was macht gerade mein Freund wieder? Vielleicht betrügt er mich. Was, wenn ich die Prüfung nicht schaffe? Was, wenn mich die Prüfer bös anschauen? Es kommt ihnen so vor, als wenn das wahr wäre. Und dann haben wir Angst, wir leiden. Und deshalb ist es so wichtig für sie, das auseinanderzuhalten, dass unsere Gedanken nicht die Realität sind. Um ein zufriedeneres, ein glücklicheres Leben zu führen, ist es wichtig, dass Sie das erkennen und immer mal wieder Ihre Gedanken hinterfragen. Stellen Sie sich öfters die Frage, ist das, was ich denke, ist das 100% wahr? Ja, Ihr Freund, Ihr Mann kommt 10 Minuten später als geplant nach Hause. Oh mein Gott, was macht der gerade? Diese Vorstellung, ist das wahr? Oder wenn Sie im Bett liegen und Sie werden gedacht, es geht die ganze Zeit, dann sagen Sie sich, und das ist auch sehr beruhigend, es ist nur ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke. Oh mein Gott, hoffentlich kann ich einschlafen. Ich habe morgen ein wichtiges Bewerbungsgespräch. Es ist nur ein Gedanke. Das Gute ist, wenn Sie das machen, dann zieht dieser Gedanke nicht noch mehr negative Gedanken nach sich und sie dann weiter in die Grübelfalle reingehen, sondern sie befreien sich relativ schnell aus diesem negativen Denken, aus diesem Grübeln, aus dieser Spirale. Fragen Sie sich öfters mal, ist dieser Gedanke wirklich wahr? Oder abends, wenn Sie schon im Bett liegen oder auch tagsüber, es ist nur ein Gedanke. Damit entziehen Sie Ihren Gedanken die Kraft und machen das vorgestellte Problem in Ihrem Kopf nicht größer. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bewusster werden, erkennen, dass Sie denken, was Sie denken und dass Sie diese Gedanken hinterfragen. Umso besser werden Sie sich fühlen und desto zufriedener werden Sie leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!